Hallo und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute mal anders. Heute stelle ich Mama Fragen zum Thema Kleidung. Was beachtest du beim Kaufen meiner Kleidung? Das ist sehr, sehr schwer. Die Kleidung sollte weich sein. Das Material sollte nicht kratzen. Der Schnitt sollte fließend sein. Und man sollte es geschätzt tausendmal waschen können, weil ab dem 300. Mal wird es perfekt. Was ist beim Waschen besonders wichtig? Ja, es darf kein Waschmittel sein, das irgendwelche reizvollen Dinge drin hat. Es sollte nicht übel riechen. Der Trockenplatz sollte frisch gelüftet sein. Die Kleidung sollte möglichst weich aus der Waschküche in den Kleiderschrank zurückkommen. Ja, und der fließende Stoff hat mit dem Waschen nichts zu tun. Aber ich hänge es immer gleich auf, damit es keine Falten gibt. Vielleicht meinst du das? Was war das am meisten getragene Kleidungsstück? Ja, da schwanke ich. Also es gibt ein altes T-Shirt, das ständig in der Wäsche war. Es gibt auch einen alten Schlafanzug, der ständig in der Wäsche war. Und es gab früher Niki-Pullis, die kamen fast gar nicht aus der Waschküche wieder raus. Ja, das sind, glaubst du, die drei meist gewünschten Kleidungsstücke. Was gar nicht gewünscht ist, sind Socken oder Unterhemden. Ja, was das am wenigsten getragene, ja. Ich habe immer wieder versucht, Unterhemden schmackhaft zu machen, nach dem Motto, das ist wärmer, da sind die Nieren zu. Ja, aber keine Chance. Socken nur in Ausnahmefällen. Hosen nur, um aus dem Haus zu gehen. Ja, genau. Nächste Frage. Einen guten Rat für andere Eltern mit Asperger-Kindern oder auch Asperger-Erwachsenen an ihrer Seite. Ein Kind ist ja eigentlich jetzt nicht mehr unbedingt, gell? Mit gutem Rat bin ich vorsichtig, weil Rat, es sind für mich auch immer Ratschläge, also Schläge statt Rat, weil ich denke, jeder Mensch ist anders und auch jeder Asperger ist anders. Ja, am besten das, der Betroffene in den Einkauf mit einbeziehen, vielleicht Dinge aus Katalogen bestellen, die man in Ruhe zu Hause anprobieren kann. Und wenn man was gefunden hat, dann kann man das ja durchaus immer wieder in der nächst größeren Größe kaufen, in der Hoffnung, dass sich der Stoff in der Zwischenzeit nicht verändert hat. Und was heißt das jetzt? Kratzen durfte es gar nicht. Ah, Überraschungen. Überraschungen machen gar keinen Sinn. Ich habe es diese Woche mal wieder probiert. Und die Überraschung ging voll daneben. Der Schnitt passte nicht, das Material war nichts und Gott sei Dank konnte man es zurückschicken. Also empfiehlt sich ein Katalogversender oder irgendwo ein Einkauf, wo man es dann auch zurückgeben kann bei Bedarf. Ein ungefährer Preis für Kleidung im Jahr. Es kommt natürlich darauf an, ob es sich um ein Kind im Wachstum handelt. Also, wenn man ständig neue Klamotten braucht, weil,
Ja, weil einfach der Mensch wächst, ja, das ist dann doppelt schwierig. Dann würde ich mal so schätzen, ungefähr 1000 Euro im Jahr. Wenn das Wachstum dann abgeschlossen ist, dann kann sich das reduzieren. Wenn nicht gerade Schuhe kaputt gehen oder ein Wintermantel her muss, also so die klassischen teureren Dinge. Ich schätze jetzt mal ungefähr 700 im Jahr. Ja, das ist schnell beieinander. Aber wenn man dann dauernd mit Dingen ankommt, die man eh nicht will, kann man ungemein sparen. Und dann greift man wieder zu den altvertrauten 100 und 200 Mal gewaschenen Dingen. Also auf die Qualität achten empfiehlt sich. Es sollte oft gewaschen werden können. Früher haben wir auch Kleider oft auf dem Kleiderbazar gekauft, weil die waren schon gewaschen. Und Second Hand, genau das Stichwort. Weil dann sind schon mal die ganzen Farben rausgewaschen. Und dieser Tipp kam mal von einer erfahrenen alten Hebamme, die sagte, kauft auf dem Kleiderbazar, dann ist die ganze Chemie schon mal rausgewaschen. Und bei Schuhen, oh je. Schuhkauf und Asperger, das ist eine Herausforderung, eine nervenaufreibende Geschichte. Wenn der erste Schuh nicht passt oder drückt, dann geht das Geschrei los und dann kommt man gar nicht weiter. Und dann geht man entweder wieder heim oder man schreit und brüllt und tobt. Schuhe kaufen ist ganz schwierig. Entspannt hat sich die Sache, als ich dahinter gekommen bin, dass man nach dem Mondkalender die Schuhe kaufen, also nachmittags an einem Fischetag. Das war selten ein Fehlkauf. Würde ich jedem raten, also den Tipp mit Fischetag nach dem Mondkalender. Genau, das waren unsere besten Schuheinkäufe über viele Jahre. Und wenn dann das Wachstum abgeschlossen ist und die Qualität passt, dann hat man auch lang Freude an den Schuhen. Und dann ist die Trauer groß, wenn ein Schuh dann ausgelatscht ist und man sich trennen muss. Ich habe ihm heute, die habe ich heute noch, genau. Weil auf den Fischetrick sind wir relativ spät gekommen und da war das Wachstum schon weit, nicht ganz, aber weit vorangeschritten. Und manche gibt es heute noch, genau. Ah, noch eine Idee. Ah ja, die Lieblingsschuhe von dir sind die Ballerinas von Känguru. Die passen, die sind schön weich, da fühlt sich dein Fuß wohl und die sehen entsprechend ausgelatscht aus. Einfach nur Smiley für die Füße. So, wir kommen zum Ende. Die Sprache ist weg wegen Overload, Überlastung über die Osterfeiertage. Aber irgendwann kommt die Sprache auch wieder zurück und dann kannst du dein Video wieder selber texten. Tschüss!